Schiff hat angelangt. Perfekt. Kein einziger Kratzer. Ja, grüßt euch, meine Allerbesten. Mit diesen Worten sage ich willkommen zurück hier bei Starfield. Und wir gehen jetzt Wladimir wieder besuchen. Wenn ich es wüsste, wo er ist. Da hinten steht er rum. Den sollte man nämlich jetzt ansprechen. Wenn die pechschwarzen Seen und kein bloßer Schaum der Hoffnung mehr sind, habe ich ein Muster entdeckt. Die Graf-Anomalie von einem der Artefakte passt zu einer anderen, größeren auf einem Planeten. So gefällt mir das. In Ordnung. Ich übertrage die Daten. Aber bitte sei vorsichtig. Wir wissen nicht, worum es sich handelt oder warum es so groß ist. Ich grenze die Markierung ein, so gut es geht. Doch es gibt Interferenzen. Ach, das ist immer so. Fuß erkunden. Setz deinen Scanner ein. Keine Ahnung, was da ist. Halte die Augen offen. Ja. Drück das Glück und vielleicht findest du dann auch die Quelle. Das erscheint mir jetzt nicht so schwer. Wladimir, kann ich dir eigentlich... Deutlich größer als ein normales Artefakt. Wer weiß, was dich da erwartet. Ich mache den Besuch, wenn sie mich... Aber ich sollte öfter hin. Also ich war bei ihm zu Hause und hab ihm sein Zuhause leergeräumt. So, oh, ich habe ja noch einen Skillpunkt frei. Waffentechnik, Zoologie... Es gibt so viel, ne? Ich würde am liebsten alles gleichzeitig machen. So, Physik, Gewichtheben. Gewichtheben habe ich, glaube ich, auf Max. Nee, ist es verfügbar? Bumm. Habe ich jetzt auf Maximum. Also Gewichtheben ist jetzt full. So, dann reisen wir mal zu Procyon 3. Kurs festlegen. R. Ja. Muss man auch nicht so weit fliegen, ne? Also es ist alles hier irgendwie ums Eck. Das hätten die schon längst finden können. Also lande mit deinem Scanner bei einer Anomalie. Ja. Was? Oh. Tju. Weg mit dir. Da schießen noch welche auf mich. Wie frech ist das denn? Was hat denn der hier erfasst? Weg mit dir! Ja. Ja, klar. Können wir ein paar Ersatzteile gebrauchen. Da habe ich tatsächlich noch nicht rausgefunden. Hui, wo ich das Zeug herkriege. Aber nun ja. Wir wollten ja jetzt hier landen, ne? Zur Karte. Scanner-Anomalie. Oh, hier könnte ich auch... Oh, Fauna, Flora. Das ist kein Leben da. Naja. Für die lebenden Planeten, also wo man leben kann, ohne Helm rumlaufen, gibt es, glaube ich, knapp 5000 Credits auf meinem Schwierigkeitsgrad. Und ansonsten gibt es so 800 und also zwischen 800 und 5000 Credits habe ich bisher immer gekriegt, wenn ich einen Planeten komplett erforscht habe. Aber das mache ich ja nur, wenn ich Lust drauf habe und Spaß und einfach nur so rumlaufen. Und dann muss man ja das Zeug auch noch öffnen, Headscanner und ja, ist ja gut. Folge den Verzerrungen. Welche Verzerrung meinten wir jetzt genau? Na, guck mal. Was zeigt dein Scanner?
So, der zeigt mir schon mal an, dass wir hier Wasser haben und hier Argon und hier Fluor. Davon muss ich mich eigentlich noch ein bisschen weghalten. Ich war schon mal auf einem Planeten, wo sowas da rumgeflogen ist. Unbekanntes Merkmal, das ist ja toll. Zack. Gibt's hier irgendwas? Tolleres? Noch eine Anomalie. Gravitationsanomalie. Nicht, dass da oben jetzt irgendwo so ein Stückchen Artefakt rumfliegt. Wo ist die Anomalie hin? Da hinten war doch auch eine. Hm? So. Mal das alles schön mit. Das sind noch Fliegeviecher, oder? Die sind immer am schwierigsten zu finden. Flora, Fauna, Zeug. Das ist zu weit weg. Ich habe meinen Scanner zwar schon richtig weit. Also der scannt schon richtig weit, aber so weit dann auch nochmal nicht. So, die nächsten gehen dann wirklich drauf auf. Was ist denn du für ein Vieh? Hm. Komisches Vieh. What? Ich wollte euch doch gar nicht töten. Die haben angefangen. Metabolikum. Oh, ja. Klebstoff oder wie das Zeug hieß. Dichtmittel. Zack. Die sind dann auch schon mal grün. Da hinten rennt noch irgendwas Blaues rum. Au. Schon wieder die Viecher da. Hm. Ich wollte ja jetzt nicht mit denen kämpfen. Ihr habt's gesehen, die haben mich angegriffen. Misthaufen, jede Menge Krimskrams.
Da hinten ist ein Gebäude. Rennen wir mal zum Gebäude. Lass mich ja in Ruhe. Ihr mich in Ruhe lasst, überlebt ihr das Ganze vielleicht. Wenn nicht, dann nicht. Dann müsst ihr halt sterben. Oh, da hinten sind Kisten. Schwebt auch alles einfach so in der Luft rum. Zack. So, jetzt steht da Biom abgeschlossen. Das heißt, hier in dem Biom finde ich schon mal keine neuen Sträucher. Flora ist halt Gemüse, ne? Was hier so wächst und gedeiht. Und Fauna sind Tiere. Kann sich vielleicht so merken, dass der Florist für die Flora da ist. Und das, was übrig bleibt, ist halt das andere. Spacer! Tja, ich hoffe mal für ihn, hat das jetzt wehgetan? Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Plumps. Das ist zu viel. Ich bin weg. Ah, wärst du bloß weggegangen, ne? Moderner Anzug. Der hat Credits dabei. Der hat. Puff, Much. Munition, Munition, Munition. Credits. Jede Menge Krimskrams. Aber hier nach habe ich eigentlich gar nicht gesucht, ne? Ich suche hier eigentlich was anderes. Oh. Es gibt eine Untergrundanlage. Aber das habe ich ja schon in den ganzen anderen Folgen mal erzählt. Man findet hier immer irgendwas, was einen total ablenkt. Looky, looky. Bestimmt irgendeine Abkürzung nehmen. Die muss man sogar nehmen. So. Okay, zurück an die Arbeit. Was war das? Nichts. Das kommt euch nur so vor, als würdet ihr was hören. Komm da raus. Ganz toll. Oh, sie ist schon unten. Da bist du. Bereit zu sterben. Alter, spinnst du? Der wird denn nach mir geworfen, bitteschön.
Was ist das? Regelanlage. Ja. Credits. Und? Lars, ich habe es schon einmal angesprochen, aber Shannon scheint sich der Lage nicht bewusst zu sein. Wenn wir nichts wegen der Systemverbindung für die kryogenische Projekte unternehmen und es auch nur einen geringfügigen Ausfall gibt, könnten wir Probleme in der ganzen Anlage bekommen. Ja, merkt man. Ich weiß, dass du das verstehst, aber ich möchte dich daran erinnern, dass äußere Umweltveränderungen die Lage noch verschlimmern könnten. Über diese Faktoren haben wir keine Kontrolle. Rede bitte mit Shannon. So gerne ich auch mit ihr arbeite, will ich nicht für immer in diesem eisigen Grab hier festsitzen. Danke, Charlie. Tja, scheinbar hat niemand auf Charlie gehört. Weil hier scheint doch irgendwie alles plötzlich eingefroren zu sein. Oh, mal hier auf. Krabbeln wir mal durch die Entlüftungen hier. Und gucken, ob wir hier noch irgendwas. Huch! Medipack. Wie komme ich zu dir? Keine Sorge. Computer. Meine Kommunikation. Ja. Probleme. Da müssen wir nochmal gucken. Hier gibt es auch nichts Neues. Verschlüsselung. So gelernt, Projektdaten werden ab sofort automatisch verschlüsselt. Ja. Ich hoffe, ich muss mir jetzt hier nichts merken. Da liegt noch Schamas rum. Guck, guck. Wie da hinkommen, ne? Bleibt liegen. Bleibt einfach liegen. Das ist besser für euch. Nö, nicht wirklich. Spezernachricht. Nochmal Credits. Credits. So, schauen wir uns mal hier nochmal um. Da steht ja einer schon bereit. Tja. Stehst du da, ne? Und hier im Forschungslabor. Können wir auch noch ein bisschen forschen. Aber das möchte ich jetzt nicht. Wir gehen hier weiter. So. Stirb und bleib tot. Weiß man nie, wenn man es braucht. Könnt ihr jetzt den Schlüssel benutzen? Das ist weiß, das ist weiß. Das ist blau. Plumps. Plumps. So, dann holen wir uns mal das. Das könnte hier reinpassen. Das ist weiß. Das. Und dann machen wir uns das ganz einfach. Zack und zack. Aha.
Aber wir wollen hier erstmal uns umgucken. Ist da noch so eine Security-Tür? Was gibt es hier? Du hörst mal auf mich zu schießen. Ich hab gesagt, du hörst auf mich zu schießen. Witzbold? Au, 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 au. Was war das denn hier? Gehen wir doch lieber da entlang. Und eigentlich genau dasselbe? Nee. Guck mal, hier eins drunter. Credits. Dietrich. Mehr Credits. Credits, Credits, Credits. Ach, hier gibt's nur... Das war noch so ein doofer Raum. Alles klar. Kryo-Forschungsanlagenschlüssel. Schon hier den Schlüssel, der immer passt. So, das. Das müsste jetzt... Oh oh. Passt nicht. Okay, dann müssen wir jetzt eins zurück, noch eins zurück. Das. Passt nicht. Ist auch weiß, ne? Ist weiß, ist weiß. Hm. Die sind alle weiß. Der gehört hier zu dem Ring. Der gehört zu gar keinem Ring. Ne, dann muss es so sein. Das weiß, weiß, weiß. So, und... So, warum nicht gleich so? Hm? Tschung. Wie war das alles? Scheinbar. Na dann... Gehen wir doch ein bisschen kämpfen. Okay, hier ist nichts. Gucken wir erstmal, was hier ist. Nein, nein, du nicht. Besser mal nicht nachgeladen, wa? Da ist noch einer. Der es wagt, auf mich zu schießen. Kannst du es wagen? What? Die denn da lang? Hm.
Meist interessiert mich nicht, was die da dabei haben. Ja, verriegelter Raum. Alter, hier muss ich aber richtig rumdietrichern. So, das würde hier drauf passen. Das würde hier drauf passen. So. Das hier drauf und das hier drauf. Super. Dichtmittel, Europlatine, Credits. Credits. Und was haben wir übersehen? Da ist ja der Dietrich. Es liegt immer an. Es liegt fast immer ein Dietrich da, wo man. Wo man gebrauchen könnte. Oh. Schau doch mal. Cutpins. Plumps. Kann man sich irgendwie hochhangeln? Moment. Wo geht's hier entlang? War ich hier schon mal? Endlich habe ich dich. Ja? Ja. So, du? Nett. Die Kriegsbeute. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Oh. Hier jetzt nicht wirklich. Aber die sind hier. Hier ist doch bestimmt die... Alter, ist das hier verwinkelt. Credits. Uiuiuiui. Ein Raum mit nichts. Das ist selten, aber das gibt's. Ist der Pirat, den ich gerade erschossen habe. In den Rücken hast du ihn geschossen. Oh, noch was. Hüpp. Zack. Das passt hier nirgendwo rein. Das passt nirgendwo rein. Das passt nirgendwo rein. Moment, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Hm. So. 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 Das und das. Ich habe eben gesagt, die immer Dietriche hier rum. Wo wollte der denn hin? Ein Safe. Ein Sperr. Also heute, die Folge werde ich wahrscheinlich Dietrich My Love nennen oder so. Keine Ahnung. So. Nee, das da brauche ich hier. So. 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 Credits und schlechte Leute, schlechte Witze. Da zählen die Türen nicht zu,
zu der Fähigkeit, die ich hier immer aufknacke. Sonst wäre ich, glaube ich, schon Endlevel. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Oh. Da brauche ich was anderes. Das ist der Roboter. So. Oh. Ah, meine Ohren dröhnen. Hopp. Ich habe jetzt komplett die Orientierung verloren. Schaut doch mal hier. Hier ist irgendwie... Fin. Ende. Ende des Weges. Sie haben das Ende des Weges erreicht. Ja, irgendwie traurig, aber wahr. So, wo war ich jetzt noch nicht? Reisen wir mal zurück. Aus diesem botanischen Garten. So, dann machen wir erstmal unser Inventar leer. So, Frachtraum, zack. Dann gibt's hier... Nee. Inventar. So. Es kann nicht mehr gelagert werden. Okay. Tja, das ist der Grund, warum ich mir ein neues Schiff kaufen möchte. Bitte vergessen Sie. Guten Tag, Captain. Ich akzeptiere jeglichen Gegenstand. Ja, ich weiß. Bist ja auch der Beste. Ressourcen. Erstmal alles hier ablegen. Helm zu viel. Noch ein Rucksack weg. Und Waffen keine weg. Gut. Das war's. Danke, Roboter. Wasko. So, da war ich. Da war ich. Da war ich. Was ist da? Noch eine Anomalie, nicht ganz so weit. Ach, guck mal. Ich glaube, das da wäre... Aber jetzt vibriert der Ring. Doch wäre, glaube ich, die richtige Richtung gewesen vorhin. Naja, so haben wir wenigstens noch andere Sachen kennengelernt. Können wir uns nochmal umschauen. Oh. Der Speichelruckler. Ein Speichelruckler. Fehlt
fehlt noch eine Ressource, sehe ich gerade. Da wollen wir uns aber jetzt nochmal angucken, ne? Zack. Und da sind wir auch gleich. An der Anomalie. Da vibriert der Kreis noch. Da? Vibriert er mehr? Vibriert er gar nicht? Da vibriert er auch nicht. Was fehlt eigentlich noch? Ionische irgendwas. Da ist kaum was. Da ist kaum was. Okay, das finde ich aber trotz allem. Auch so cool gemacht. Tempel Aether. Was ist Tempel Aether? Es gibt da Dinge ja auch richtig Gas hier. Ah ja. Einmal im Kreis rumgelaufen. Was ist das denn? Das scheint der Tempel Aether zu sein. Das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, Kommentar. Ihr kennt es ja, aber sowieso und über Unterstützung bin ich auch noch froh. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es in den Tempel Aether geht. Bis dahin. Ciao.